die große, große und viel gestellte Frage. Dann hier. So. Was wird denn das? Also eine Schmiede kann das schon mal nicht sein. Eine Betstelle? Nein. Das wird ein Handwerker, genau. Nee, das wird ein Tischler. Ein Tischler, das ist es. Moment, ich muss das aber hier mal ein bisschen noch weiten. So, mit weiten meine ich hier vergrößern. Nicht das, was ihr schon wieder denkt. Wobei ich jetzt nicht gerade weiß, woran ihr denkt. Egal. So. Ich denke, bis hierhin muss ich bauen. Oder? Muss ich mal gerade einen kleinen Test machen, wie viel Platz ich denn noch da drin habe. So. Da, das sind. Okay. Nee, ich baue das ein bisschen anders. Wir müssen die Stützpfeiler einreißen. Da kommt noch Dirt hin. 1, 2, 3, 4. 1, au. 4. Ne. Bei 1 tut es weh. Also niemals das einmal 1 lernen. Da wird euch ganz, ganz schlecht bei. Da könntet ihr sogar bei sterben. Das ist, vertrauliche Information. Aua. Ihr meint, ich muss das ja noch einen drunter machen. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich muss das ja als Boden haben und nicht so als Erhöhung. Deswegen muss das jetzt nochmal abgekrabbelt werden. Und dann müssen wir noch ein bisschen mehr. Ich denke, ich werde da ja auch hier noch Boden bauen. Sonst immer das ja sehr, sehr strange. So. Ja, ja, dort. Alles Holz. Klingt ein bisschen so, als ob man auf dem Turmband wäre und das Turmband sich aufgehakt hätte und immer. Gut, am besten mache ich das auch nicht allzu quadratisch. Weil quadratisch praktisch gut heißt es ja eigentlich, aber in Minecraft diese Quadrathäuser sehen ein bisschen scheiße aus. Ich verweise da mal auf unser altes Haus. Ist ja auch relativ quadratisch. So. Wir brauchen nochmal langsam wieder Brot. Muss mich auch mal wieder bald drum kümmern. Ich muss sogar überlegen. Au. Erstmal Aua rufen. Das ist schon mal das Wichtigste. Hey! Das wollte ich auch gar nicht machen. Ich wollte mir das nehmen und dann das machen. So. Also mehr als 4 Blöcke muss ich das auf jeden Fall bauen. Okay, ich brauche gerade ein bisschen Überlegungspower. Ah, ich habe eine coole Idee. Ich meine natürlich, alle meine Ideen sind cool. Das ist ja wohl mal klar. Oh. Das noch ab, dann dahin. Dann brauche ich noch ein bisschen mehr Holz. Da noch hin. Da noch hin. Habe ich denn, genau, da hinten habe ich eine Crafting Box. Die werde ich jetzt nämlich auch brauchen. Ich habe die vonnöten. Da werde ich jetzt ein paar Treppen basteln. So, das 20 Stück sollten locker reichen. Ich meine, soll jetzt auch hier kein Bonzerhaus werden, ne? Meine Residenz soll natürlich immer noch das geilste Haus hier werden. Das geilste, wo gibt's, so zu nennen. Ja, ich weiß nicht, mit den unterschiedlichen Holzarten ist das immer noch ein bisschen kribbelig. Muss man mal gucken, was die 1.3 da rausholt, weil da ist das ja angekündigt, dass es verschiedene Holztreppen gibt, also in verschiedenen Farben und so weiter. Und in verschiedenen Typen. Deswegen müssen wir das da gegebenenfalls nochmal, ja, nochmal neu renovieren oder was weiß ich. So. Da, weg. Alle weg mit euch, ihr seid alle böse. Da noch hin. Wow, Lady Leck. Da noch hin. Ich glaube, noch ein tiefer geht noch. So, dann kommt Treppe dahin. Ich will das nämlich hier so ein bisschen so ähnlich bauen wie mein Haus in Terraria. Also das beim Let's Play. Unbedingt angucken. Sehr, sehr cool. Das war wohl mitunter die schlechteste Schleichwerbung, die es überhaupt hier gibt.
Erde, Erde, Erde. Da, da, da. Ach, ich wollte heute noch ein bisschen was anderes aufnehmen, aber das ist, naja, egal. Letzten Tage nehme ich extremst viel auf, aber das werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen, weil ich das ja, versuche, kontinuierlich was hochzuladen und nicht alles so auf einmal und dann habe ich wieder nichts oder so. Nee, ich versuche schon wirklich kontinuierlich Content zu schaffen. Weil beides mit K geschrieben wird. Natürlich. So. Hoch, hoch, hoch. So, und jetzt? Kurz überlegen. Dahin. Da, 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 da. Und dann nicht. Klappt das gut so vom Treppengang her? Ja, das klappt gut. Gut, da muss ich jetzt hier ein bisschen Boden ziehen. 4 Felder sollten reichen noch. Also so 4 Felder breit. Und dann müsste ich eigentlich auch schon so ziemlich die Grundfläche haben. Und die Grundfläche ist ja erst der Anfang. Es geht ja noch ordentlich weiter. Ist schon relativ groß, das Haus, ne? Muss mal gucken, vielleicht wird das doch kein Tischdach, vielleicht wird das doch umfunktioniert. Muss ich gucken. So. Da auf jeden Fall noch ein bisschen weg. Sonst sieht das kacke aus. Da das noch weg und dann den Birkenstamm da rein. Ja, Mel, die Birke. Ach, da unten muss ich auch noch. Ja, sie die natürlich. Wieso denn auch nicht? Ich habe ja auch sonst genug Ressourcen. Wobei, ja, eigentlich habe ich schon relativ viele Ressourcen. Oder... Ja, nee. Ressourcen, was ist ein anderes Wort für Ressourcen? Güter. So. Nom, 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 nom. Eine Reihe fehlt. Eine. Die eine oder keine. Keine andere Frau nehme ich lieber in den Bauch. Oder keine Ahnung, wie der Text heißt. Keine andere Frau. Oh Gott. Nee. Genau, und um darauf zu kommen, muss man immer drauf springen. Falls das denn überhaupt funktioniert. Da. Da. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Nee. Muss ich hier in der Mitte noch irgendwie sowas platzieren? Oh. Oh. Sowas, und dann kann ich da immer schon rüberspringen. Das wäre eigentlich eine funky Idee. Ach Gott, jetzt müssen wir erstmal zum Haus zurück. Mami! Skelett! Ich hab den Bogen mitgenommen. Vielleicht kann ich mich von hinten anschleichen. Oh, jetzt hab ich gesehen! Ich muss flüchten! Oh Gott! Es ist immer noch hinter mir! Ah. Schnell! In das Gehege! Oh, scheiße! 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 Schnell weiter! Licht! Ich glaube, ich hab's abgeschüttelt. Oh, die verfolgen mich ja wirklich noch. Geschafft! Schnell ins Bett legen. Ja gut, jetzt muss ich, glaube ich, erstmal das Feld abernten. Hey! Ach nö, ich will jetzt nicht da reinlegen, weil dann hört man die Musik. Ja, man hört sie ganz leise, aber ich gehe einfach aus dem Radius davon, dann funktioniert das schon. Weg, weg, weg. Alles ist hier direkt. Oh, ab wann ist das denn ausgefahren? Da, da. Da, ja, genau. Das scheint alles ausgefahren zu sein. Ausgefahren, ich meine ausgewachsen. Ausgefahren. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich mache jetzt mal das hier aus. Genau, dann kann man noch das weiterhin hören. Ah, das ist doch schön. Nice, das ist schön, das ist schlecht. Das ist beschissene Scheiße. So. Wie viel Weizen wir da zum Schluss rausbekommen? Ich hoffe viel. Aber wann hofft man denn schon mal auf eine schlechte Ernte? Ich glaube eher in den selteneren Fällen. Ich habe in letzter Zeit gar keine Themen vorbereitet, so großartig, ne? Und auch keine Themen so spontan gefunden. Ich habe eigentlich mehr das so kommentiert, was
sich so in-game sozusagen zuträgt. Vielleicht sollte ich mal demnächst wieder ein paar Themen raussuchen und da mal so ein bisschen wieder drüber quatschen. Ist ja bestimmt ganz interessant, mal wieder irgendwelche Themen. Ich kann natürlich auch über Themenvorschläge reden, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt dabei. So. Finde ich selbst ganz schön, dann müsste ich nicht selbst so kreativ sein. Ich meine, ich bin natürlich voll kreativ und so. Und wo renne ich schon wieder hin? Ich renne immer in die falsche Richtung. Immer wieder. Ich wollte doch ins Haus und mir mein Brot craften. Wieso vergesse ich denn sowas? So. Brot. Für die Welt. Irgendwas wollte ich doch hier auch noch auf dem Balkon bauen. Aber was? Balkon, King Kong Kong, Xing Shang Shong. Vielleicht was Chinesisches. Das chinesische Symbol für Glück. Nee, das lieber nicht. Laterne oder so? Nee, das wäre ein bisschen simpel. Aber Laterne tue ich, glaube ich, hier in der Ecke, aber dafür muss ich erstmal in den Nether, weil ich dafür Glowstone verwenden will. Fragen über Fragen. Ich bin schon Level 20, fällt mir gerade auf. Egal, ich kann ja mal was anders überlegen, wann ich denn da mein Haus vervollständige. Ach, ich lade auch nochmal ein paar Sachen ab in der Kiste. Oder wohl eher in den Kisten sind ja mittlerweile ein paar hier oben. Ach, ich hab noch ein bisschen davon. Das ist jetzt auch noch helles Holz? Nee. Egal. Ich kann ja mit den Stämmen noch weiter bauen. Und mal gucken, was da rauskommen. Und so. Yeah. Das war ein Triple Rhyme. Oder so. Sure, Junge. Langsam erkennt man aber, dass es ein Dorf sein soll. Vor allem, wenn die Mauer so langsam fertig ist. Dann langsam aber sicher. Die ersten Charakterzüge des Dorfes fertig. So, jetzt gesagt, so ist weit genug, ne? Jo. Mal 4. Da. Muss ja auch noch die Wand einrechnen. Oh, es hat es ja voll gebracht, hier noch so großartig zu machen. Dann. Zack, so kommt man schnell aus dem Dorf raus. Einfach zerstören. Eigentlich wäre ich jetzt mal dafür, eine Höhlentour zu machen,